and welcome. And with this, hello and welcome. Let's start. No pain, no gain. Television in einer neuen Dimension. Linus TV. 2012. Die Geburt von Linus TV. Ja, der Anfang war schon spannend, ja, weil letztlich standen wir ja komplett bei Null und wir hatten ja nur ganz wenige Wochen für den Aufbau vom Team und die technische Infrastruktur zu schaffen. Innerhalb kürzester Zeit entsteht ein Sender für eine internationale Zielgruppe. Hinzu kam die Herausforderung der Mehrsprachigkeit, aber wir haben es gelöst und wir sind dann am 5. Juni 2012 pünktlich um 20 Uhr dann online gegangen und die Resonanz war damals schon überragend. My name is Kadra Sufi. Welcome to our first program. Mit Linus TV rein in die Welt der Finanzen, der Natur, Lifestyle und Action. Mit Moderatorin Kadra Sufi zunächst alle zwei Wochen eine Sendung. Für unsere Mediathek produzieren wir laufend neue Inhalte, die weit über die wöchentlichen Formate hinausgehen. Wir informieren und wir unterhalten. 2012 gibt es schon gleich die erste Außenübertragung. Die Linus Open werden von da an mit täglichen Sondersendungen begleitet. Es ist der Tag der Entscheidung bei der Linus Open. Exklusiv Linus TV mit Stars wie Fußballprofi David Alaba oder Open-Sieger Bernd Wiesberger. Großer Sport, große Unterhaltung. Mit Linus TV. Linus TV wurde innerhalb der letzten drei Jahre zu einem bedeutenden Kommunikationstool. Für das Unternehmen, die Linus-Mitglieder, die Partnerunternehmen und die Liconet Marketer. 2013, nur ein Jahr nach der Gründung der Relaunch. Ab sofort gleich zwei Sendungen, zwei virtuelle Studios. Als zusätzlicher Moderator wird Chris Brow verpflichtet. Er präsentiert das Lifestyle-Magazin InLife. We are always on the lookout for the newest trends for you. Im wöchentlichen Wechsel dazu Zoom. The business magazine of Linus TV. Also absolut alles, was Sie über das Leben wissen müssen. Ja, im Programm von Linus TV arbeiten mittlerweile viele Medienprofis. Schon bei der Redaktionssitzung versuchen wir, die wirklich interessanten Themen zu finden. Hand in Hand. Teamwork ist alles. Es wartet ein großer organisatorischer Aufwand. Wir müssen Kamerateams disponieren, wir müssen Flüge buchen, wir müssen Fahrzeuge koordinieren, Kameratechnik koordinieren. Überall überragend. It is New York City, baby. Mittlerweile waren wir bereits in 30 Ländern und wenn man sich das ganze Produkt ansieht, muss man sagen, der Erfolg gibt uns recht. Seit 2014 Linus TV auch im Showgeschäft. Excite, die große Show, live übertragen in 52 Länder, 22 Sprachen. Wir wünschen Ihnen viel, viel Erfolg und viel Spaß. Heute können wir bei aller Bescheidenheit und auch mit ein bisschen Stolz behaupten, dass wir uns vom Produktionsstandard her mit den großen Sendern der Welt messen lassen können. Und das nur der Anfang. Weitere Channels geplant. Der ständige Austausch mit unseren Zuschauern ist uns sehr wichtig. Nur dadurch können wir uns laufend verbessern und deren Wünschen anpassen. Und das werden wir auch in Zukunft tun.